Der Bau der Taktal-Kraftwerke begann 1950. Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg benötigte Österreich große Mengen an zusätzlicher elektrischer Energie. Auch die Vollelektrifizierung Niederösterreichs sollte vorangetrieben werden. Die Krönung dieses gigantischen Bauvorhabens war das Kraftwerk Ottenstein. Das niederösterreichische Karton wurde in den 50er Jahren zum Symbol für den unbändigen Aufbau im Land. 850 Menschen arbeiteten an der Errichtung der Kaptal-Kraftwerke. 172.000 Kubikmeter Beton mussten für Sperren und Stollen hergestellt werden. Das war schon jetzt schon über 20 Jahre, bis diese Vollautomatisierung durchgeführt worden. Ja, nach 20 Jahren hat man dann dieses Doppelrechnersystem wieder auf ein neues, nämlich das Siemens Spektrum, dann umgebaut. Wir haben jetzt keine Doppelrechner mehr in Ottenstein, sondern die Doppelrechner stehen in Marienzersdorf. So, das ist jetzt die Mitte praktisch von der Stammrohr. 7 Meter unter den Dosbecken, da hängt eben dieser eine schwarze Draht, der geht die ganze Mauer rauf, ist drum angehängt. Und da unten sind diese 4 Sensoren. Die den Abstand zu dem schwarzen Licht messen. Und wenn sich jetzt die Mauer Richtung Wasser bewegt, kriegen die Sensoren das mit und zeichnen das in der Schaltwarte im Rechner auf. Und somit habe ich die Bewegung von der Mauer dauernd überwacht. Bewegt sie mit der Temperatur von draußen. Zwischen Sommer und Winter so ungefähr 3 cm. Jetzt kann man das etwas freigeben zum Beispiel. Und ist der Mauer natürlich. Hier haben wir ein Modell eines Maschinensatzes, wie wir ihn in Ottenstein 4-mal eingebaut haben. Wir haben die 4 Generatoren mit je einer Leistung von 12 Megawatt. Ein Generator ist aufgebaut aus dem Polrad und aus der Hochspannungswicklung, aus der Ständerwicklung. Und wir haben eine Drehzahl von 250 Umdrehungen pro Minute. Einen Stock tiefer befinden sich die 4 Francis-Turbinen. Das Wasser kommt durch den Triebwasserstollen herein vom Stausee zu den 4 Turbinen. Unmittelbar vor der Turbine gibt es dann noch Absperrklappen. 2 Maschinensätze sind mit Kreiselpumpen ausgestattet und mit Hilfe dieser Kreiselpumpen können wir vom 2. Stausee das Wasser dann zurückpumpen, wieder in den Stausee Ottenstein. Wird meist in der Nacht oder am Wochenende durchgeführt oder wenn eben zum Beispiel von der Windkraft oder von den großen Donaukraftwerken Wasser vorhanden ist, wird eben dann gepumpt. Wirkungskraft der Pumpe ca. 70%. Im Kraftwerk gibt es dann noch eine Rechenreinigungsmaschine, kann man dann dafür setzen und die einzelnen Turbinenauslässe oder Pumpeneinlässe dann verschließen. Und dann gibt es noch eine Stollenabsperrschütze, kann ich dann absenken und kann diesen großen Triebwasserstollen, der einen Durchmesser hat von 5,90 Meter, dann abschließen. Dahinter, das nennt man das Dosbecken, weil wenn die Klappen offen im Hochwasser fallen, das Wasser dann runterschießt und in dieses Becken reinfällt und die Energie dann in diesem Dosbecken umgewandelt wird. Daher hat man hier eine Schwelle einbetoniert, damit das Dosbecken immer gefüllt bleibt. So, jetzt wird eine Maschine gestartet. Die Maschine 1 geht ans Netz. Der Systemoperator hat den Befehl gegeben. Summe Ottenstein, eine Maschine mit 10 MW, der Herr Wilke, das ist heute der zuständige Schaltmeister. Leistungskommando von Fern, also von der Südstadt. Das Füllen der Turbine ist laut, dauert ungefähr 1 Minute. Und jetzt wird die Klappe geöffnet und wenn die Klappe 30% offen ist, sagt der Einschalter, Klappe 30% offen, jetzt rastet die Maschine weg. Jetzt macht der Turbinenregler ein Leitapparat Richtung Turbine so weit auf, dass die Wasserkraft dieses Laufrad oder die ganze Maschine dran kann. Man hört es jetzt, dreht relativ schnell dann auf die 250 Umdrehungen. Und wenn ich die 50 Hertz dann habe, und die Phasenlage, Phasenfolge, die Synchronisierbedingungen passen, dann schließt ein Leistungsschalter. Das ist der Leistungsschalter, der jetzt ist er drinnen. Haben Sie ihn gehört? Das ist nämlich ein Hochspannungsschalter. In der 100 kV, da hören wir sogar. Jetzt ist die Maschine elektrisch mit dem Europanetz verbunden.
Und jetzt wird der Turbinenregler so weit geöffnet, bis dann da, sieht man, hört schon, die Wassermenge durch das Turbinenlaufrad wird gesteigert. Das fällt auch hoch, auf die 10 MB. Er hat einfach hier einen Sollwert vorgegeben, in das Rechnersystem hinein. Die Leittechnik vor Ort kriegt den Sollwert, 10 Megawatt, und die Leittechnik macht dann einen Istwert daraus. Die Kammkette, es sind vier, weil wir hier auf Rosenburg, das ist ein Kleinwasserkraftwerk der EVN Naturkraft, auch auf dieses Bild draufgenommen haben, weil es letztendlich von der Dotation von der dritten Anlage abhängig ist. Weil ich da auch drauf schauen muss, 4,5 Grad, okay, passt noch. Wenn es dann wirklich kalt wird jetzt im Dezember oder Jänner, dass man der Unterlauf des Kamm nicht einfriert. Denn wenn man das einmal unten alles zufriert, dann zahle ich unten einen Eisstoß. Also was da natürlich hereinkommt, momentan ist ja nichts. 2,4 Kubik pro Sekunde Zulauf in Stausee Oppenstein. Bis vor ein paar Minuten ist einfach, sind die 2,4 Kubik pro Sekunde da aufgestaut worden. Da bewirken sie ja nichts. Ja, ein Zentimeter hat 40.000 Kubik. Das heißt, sie müssen nicht mal 20.000 Sekunden warten, bis ein Zentimeter der Stausee steigt. Im Tag sind es 5 Zentimeter. Wenn sie da nicht genau schauen, merken sie es gar nicht. Wasser, ne? War jetzt schon wieder ab. Ja, der Schalter wird da gleich aufgehen. Schon weg. Ja.